Was geht's, liebe Leute? Hier ist euer Crossword Vegetinnen. Zurück bei Let's Play Dragon Master Budokai Tenkaichi 2. Es wird nun Zeit, dass wir das alternative Szenario hier abschließen. Weil ich glaube, das wird jetzt der letzte Kampf sein bei Schicksalsbrüder. Dann wollen wir mal damit durchstarten, ne? Sorry. Danach widmet sich gerade zu einer Mission der Zerstörung der Erde. また懲りずに来たか。アディス、俺たちは負けねえ。何度でもおめえと戦ってやる。気に食わんが、貴様に勝つにはこいつらと組むしかなさそうだ。いくら悟空の兄貴でも地球侵略は許さないぞ。 Eindeutig ein Kampf, wenn wir gegen die drei antreten müssen mit dem Level. Oh shit. Ah, das kann was werden. Mahlzeit, Prost, Mahlzeit. Das wird wahrscheinlich wieder eine Rage-Phase werden, bei der ich mich zurückhalten muss, weil es eh schon ziemlich spät ist gerade. Oh oh. Nicht mit ihr, Freundchen. Och, nö. Nicht mit ihr. Ey, das war gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert hat. Dass so funktioniert hätte. So. So, mit Son Goku könnte ich dann schon fertig werden. Alter. Nicht mit mir. So. Ja, er ist wieder außer Reichweite. Komm schon, zeig's ihm. Ja, sehr schön. Getroffen. Ah, würde ich jetzt nicht machen hier. Nein! Muss er gleich damit draufsetzen. Autsch. Jetzt steh schon auf, Mann. Nein. Musste er das abwehren? Komm, triff ihn zuerst damit. Nein! Ich sagte, triff ihn zuerst damit. Gott, ich weiß nicht, immer so Goku hier zu besiegen. Ich muss doch gegen Piccolo und Krillin antreten. Das kann nichts werden. Das kann unmöglich was werden. Ist ja nicht Spamme richtig drauf. Und es wird nichts. Nur wenige Schläge und ich bin schon kaputt, ey. Nein! Geh, komm! Jetzt lass mich endlich mal das hinbekommen. Okay. Die Bühnen werden zwar vielleicht umsonst sein, aber vielleicht. Nur vielleicht. Oh Gott, noch so gut abgewehrt hier. Nein! Ah, ja, war klar. Das ist immer so ein Risiko, weil der kann immer die Combo gerne mal abbrechen. Shit. Ja, war klar, dass es wieder kein First Try wird. So vielen Gegnern auf einmal. Das kann nicht gut werden. Und es gibt keine Neustartfunktion, wo ich diese Ladezeiten mir ersparen kann. Das Überspringen hier. Und dann nochmal die Ladezeiten. Ja, die sind ja zum Glück kurz, also ich sollte mich deswegen jetzt nicht so aufregen. Trotzdem, aber das nervt auf Dauer. Ja, weg mit dir. Komm schon, bitte nicht die Kombo brechen, jawohl. So, sehr schnell auf Max Power und hoffentlich. Jawohl.
fängt schon mal gut an, aber ich hoffe, dass es auch so weiterhalten kann. Muss ich so weiterhalten können hier. What the hell? Boah, der zieht mir schon beinahe mit einer Combo so viel ab, ey. Komm! Nein! Ach komm! Lass mich mal treffen, ey! Volle Kraft, ey! Egal. Nehm ich das mal so hin, okay. Sieht schon ein bisschen besser aus als vorher, aber. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich als besser empfinden kann, vor alledem deswegen. Ich wieder gepackt werden musste. Oh nein. Nein! Jetzt aber wüsste, wo ich immer jetzt hinschlage. Oh, das Aufladen geht jetzt so langsam, weil ich diese Fähigkeit eingesetzt habe. Könnte problematisch werden. Na, steh schon auf, Mann. Sehr gut. Immer feste Ruf damit. Ja. Oh! Aber jetzt geht das Aufladen, wenn ich mich nicht verschaut habe, schneller. Nicht schon wieder, ey! Komm, hör auf! Scheiße. Oh Mann, ey. Komm schon, treffen. Ja, okay, jetzt erst mal down, aber gegen Krillin, glaube ich, reicht das nicht mehr. Warum müssen es unbedingt drei sein? Immerhin geht das Aufladen jetzt schneller. Oh Mann! Lieber den Sturmangriff hätte ich einsetzen sollen. Okay, aber das könnte. So. Hat er zum Glück eine hohe Reichweite. Schnell. Und jetzt! Jawohl! Alter, das könnte ich schaffen. Jetzt bloß. Ah! Bitte nicht so knapp, ey. Yes! Oh mein Gott! Ich hab schon Herzrasen bekommen, als er sich so schnell wieder erholt hat von dem Schlag. Geschafft, Mann! Geschafft! Alter Schwede, Mann! Kannst alleine gegen so viele starke Gegner. Trotz seiner Macht ist Raditz der Battenkraft des Hitkämpfer nicht gewachsen. Ja, ist wieder der typische Szenario von gewonnen und doch nicht gewonnen. Falls er dem Raditz Go zum Gohan als Geißel und flieht. Ah, ist noch nicht vorbei. Dachte schon. Aber das sah mir schon eher nach Endkampf aus. Ich meine, gegen alle drei. Ich meine, come on. Das war schon ein heftiger Kampf hier. Den ich nur mit. Eigentlich mit Spammen gewinnen konnte. Weil ich meine, ganz im Ernst irgendwie. Es ist halt schwer hier im Nahkampf zu gewinnen. Diese Situation. Aber extrem schwer. So, jetzt bin ich auch um einiges stärker. Ich hoffe, dass dann deswegen die Pflanzenmänner auch weniger Probleme bereiten werden.
Oh, ich sagte weniger Probleme. So. Sehr schön, immer feste Ruf. Komm auf ihn zu. Oh, da war ich dann noch raus. Mein Spacko. Tja, das hat nichts gebracht. Da geht er down, da geht er down. So. Von vornherein draufzimmern, dass das Zeug hält. Schon gleich die Hälfte abziehen hier. Ja, so kann das gehen. Verdammt, warum erwische ich ihn nicht? Ist er so klein? Normalerweise schaffe ich ja also auch liegende Gegner hier zu attackieren. Müsste eigentlich gehen. So, jetzt am Ende auch noch so einen abbekommen. Frag mich, ob es auch möglich ist, bei dem Spiel einen Doppel-KO zu bekommen. Dass beide gleichzeitig K.O. gehen. Das müsste ja wohl bei jedem Kampfspiel müsste es möglich sein. Oh, tschüss. Schauen wir an, wie schnell wir das jetzt beenden können. Wie fix das doch geht jetzt gerade. So. Dann mal zum nächsten Kampf hier. Auf den Inseln. Schwer verletzt versteckt sich gerade auf einer entlegenen Insel. In diesem Moment taucht Son Goku auf, der Raditz Energie gespürt hatte. Doch ein letzter Kampf gegen Son Goku Level 122, ja lüll. Die wollen es ja immer gleich übertreiben. Selbstverständlich. Okay, und der geht natürlich dann auch dementsprechend ab. Ah. Ach Mist. So, Alter. Dafür zustimmen und treffen, bitte. Doch. Ach, Mann. Komm ich überhaupt noch mit so einem Superangriff? Nein. Falscher Knopf. Ich wollte nicht aufladen. Ich wollte ausweichen. Ich bin aber auch die Xenoverse-Steuerung zu sehr gewohnt. Verdammt nochmal. Ja, den Kampf habe ich eh verkackt. Ich kann noch was reißen. Dass ich noch so ein Comeback feiern könnte. Oh. Diesmal nicht, Mann. Komm schon. Endlich mal. Jetzt komm auf ihn zu und treffe ihn. Sehr schön. Treff ihn, treff ihn. Jawohl. Na also, come on. Immer weiter. Noch ein weiteres Mal? Kommt es? Ich glaube das nicht.
Was für ein Comeback, ey. Was für ein verdammtes Comeback. Powerball. Ja, so kann's gehen, ne? So kann's gehen. Von seinen Zorn getrieben besiegt Son Goku Raditz mit seinem wütenden Angriff. Dabei war's doch Raditz, der Son Goku besiegt. Videospiel, Logik, verdammt nochmal. Yoku yatta! Kakaroto! Raditz! Chikana koso, subete. Ore wa so omotte ikite kita. Daga! Sore de wa. Shin no kyousha to wa yoben. Yowaki mono. Aisuru mono. Mamoru tame ni tatakau. Sore ga shin no tsuyosa. So. Ome, masaka. Raditz verliert das Bewusstsein. Immer noch nicht vorbei. Alter Schwede. Was kommt jetzt noch? Wahrscheinlich werden wir gleich wieder in den nächsten Kampf reingeworfen.薄れゆく意識の中、ラディッツは悟空たちとの温かな日々を思い返していた。親父よ、俺はサイヤ人失格だな。また奴らに下級戦士だの弱虫ラディッツのこと。バカ野郎、それでも俺のガキか。 親父、懐かしいな。江戸の土産に一戦相手してやるぜ。おい、レッツアップ。夢か幻か、ラディッツと悟空の父であるバーダックが戦いを挑んできた。 Unglaublich, gegen seinen Vater noch obendrauf. Ja, erst dann in den späteren Spielen, da hat man ihn auch den Super Saiyan Modus gegeben, weil leider in diesem Spiel und auch in Raging Blast gibt es ihn zwar als Charakter, aber es gibt nicht seine Super Saiyan Form. Gut ausgerechnet, würde ich mal sagen. Aber dann muss halt das passieren. Na schön. Lass mich nicht unterkriegen. Oh! Schon wieder. Diesmal nicht, ey. Shit. Mann! Ja, ist klar! Alter, ja, der übertreibt's voll. Super. Natürlich muss das wieder ohne dich übertreiben. Mal wieder auf die Vollen gehen hier. Aber sowas von. Diesmal nicht. Ei, ei, ei. Nein. Ich komme da nicht weg, ey. Wollte noch ausweichen irgendwie. Ach man, leck mich doch, der muss immer gleich mit den Scheiß kommen. Was ist denn das? Das ist doch keine Gewöhnung. Das ist doch nicht normal, ey. Wie soll ich denn das schaffen? Und ich bin jetzt gezwungen, das zu machen. Ich komme da nicht zum Grinden, ey. Gar nicht mehr. Oh, der ist echt heftig.
Vielleicht war es doch ein Fehler, jetzt auf Level 2 zu gehen. Vor allem, da ich jetzt noch nicht so wirklich die Steuerung hundertprozentig in das habe, was wahrscheinlich sich bis zum Ende des Let's Plays nicht ändern wird. Mann, ich dachte, jetzt habe ich endlich mal die richtige Richtung. Mann, er hat immer wieder einen verdammten Abwehrplan. Jetzt lass mich endlich mal in Ruhe angreifen. Also, Abwehrplan, er weiß immer die richtige. Er weiß immer richtig. Er weiß immer, wie er richtig abwehrt. Darf ich ihn vorher? Nö, natürlich nicht. Ist er logisch. Fuck that shit. Ja, ist gut jetzt, du Spacko. Ah. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist doch zu viel. Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Gott noch mal, wenn er nicht mal einmal ein bisschen chillt. Oh. Level 2. Dann wird das ja bei Level 3 fast eigentlich unmöglich sein. Der würde mich wahrscheinlich immer one-hitten. Sein Scheiß-Angriffen. Das kann doch wohl nicht wahr, Stein. Also fürs Let's Play. Ich habe da wahrscheinlich, weil ich immer gegrindet habe vorher, habe ich da bessere Chance gehabt. Und weil ich auf Level 1 gespielt habe. Wie naiv ich doch damals war. Du Spacko! Du kannst immer gleich die Scheißangriffe einsetzen und ich nicht! Ja, komm! Und da kann ich doch nicht mal kontern! Der weiht sofort ab! Ja, Mann, guck sie das einer an. Ist das fair? Ich glaub mal nicht, ne? Das ist überhaupt nicht fair hier! Das ist voll unfair, Mann! Oh mein Gott, endlich! Endlich, verdammt noch einmal! Ich kann nicht mehr, ich bin so fertig, das hat mich sowas von fertig gemacht. Ey, der Kampf war die absolute Härte! Ich habe, glaube ich, 30, 40 Versuche gebraucht, bevor ich es endlich geschafft habe und. Mann, ey! それはラディッツが最後に見た父の夢、悪夢でしかなかった父の顔が温かかった。カカロット、奴らは強い。そしてその後ろに潜む強え悪魔。カカロット、兄と父を超えろ。
してサイヤ人の誇りを守ってくれ。おい。その後ラディッツは無言のままその場を立ち去り、遠隔操作で宇宙ポットを呼び地球を脱出する。そして迫り来るベジータたちが乗る宇宙船との接触地点でまばゆい閃光とともに消えた。弟カカロットに対して兄としてできる最後の愛情だったのかもしれない。これはとある兄弟のもしもの世界の物語である。Bestimmt, bestimmt. Ich meine, war schon eine schöne Was-wäre-wenn-Saga. So. Okay, dann wird es ab den nächsten Part dann mit Baum der Macht weitergehen. Ich brauche jetzt wirklich eine Pause und... Wie immer, wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, sind sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, also seid gespannt, klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wirklich hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Also, Wiedersehen und tschüss, Alter.